Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Motion Capture Tutorial. In diesem Video lernt ihr, wie ihr in Echtzeit eure Motion Capture Daten von Motive aus auf euren Charakter in Unreal streamen könnt. Dieser Vorgang wird auch Skeleton Streaming genannt. So, erstmal müssen wir aber das entsprechende Plugin installieren. Dazu gehen wir auf die OptiTrack Seite und laden es uns erst einmal herunter. Findet ihr hier. Und dann warten wir ganz kurz, bis es gedownloadet ist. So, und jetzt, wo es gedownloadet ist, entzippen wir die Datei und warten wieder ganz kurz. Dann löschen wir die ZIP-Datei und gehen in den Ordner rein. Und jetzt müssen wir einfach nur die entzippte Datei kopieren oder ausschneiden und in den folgenden Pfad einfügen. Das wäre Programs Size, Epic Games, dann die entsprechende aktuelle Engine-Version, Engine, und Plugins. Und dann machen wir nichts anderes, als den Ordner rein zu verschieben. So. Haben wir das Plugin installiert, können wir Unreal öffnen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und als erstes legen wir ein neues Projekt an. Das mache ich hier im Reiter New Project. Und ich wähle mir ein Blank Blueprint aus, weil wir brauchen ja nichts dafür. Brauchen auch keinen Starter Content. Quality und Desktop Console können wir auch lassen. Das Einzige, was ich mache, ich benenne es jetzt um in OptiTrack Test. So, und kreiere ein neues Projekt. Das mache ich mal und warte. So, und das Erste, was wir machen müssen bei neu kreierten Projekten, wir müssen das Plugin aktivieren. Dazu gehen wir auf Edit und wählen Plugins aus und sehen auch dann gleich hier OptiTrack Streaming Client. Den aktivieren wir und müssen nun das Programm neu starten. Ist das Plugin erfolgreich installiert, öffnet sich Unreal wieder automatisch und wir können das Plugin-Fenster schließen. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist den Character importieren. Der Übersicht halber erstelle ich jetzt einfach mal einen neuen Ordner mit Rechtsklick und New Folder. Wir nennen den jetzt einfach mal Ivy und bestätige und gehen in den Ordner rein. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist auf Import drücken und den Charakter suchen, den wir importieren wollen. Das wäre bei mir jetzt die FBX hier. Dann öffne ich das Ganze und schaue mir einfach mal die Einstellungen an. Wir haben ein Skeleton Mesh, das wir importieren möchten. Und aktivieren hier noch Use T0 as Reference Pose. Den Rest können wir einfach auf den Default-Werten lassen. Und drücken dann einfach Import All. Und jetzt hat uns die FBX erfolgreich importiert. Das nächste, was wir machen, ist ein Animation Blueprint erstellen. Animation Blueprint ist die Verbindung zwischen der OptiTrack Motive Software und Unreal. Er steuert das Ganze und übergibt die aufgenommenen Tracking-Daten an Unreal, sodass sich unser Skelett bewegen kann. Ein Animation Blueprint erstellen wir, indem wir einfach auf wieder rechts klicken und unter Animation Animation Blueprint wählen. Die Einstellungen hierfür sind: Wir nehmen OptiTrack Animation Instant und unser Skelett, auf das wir die Bewegung übertragen wollen, ist bei uns Ivy19 Skeleton. Wählen die beiden aus und drücken OK. Den Animation Blueprint können wir jetzt umbenennen. Ich mache das jetzt einfach mal Ivy Animation Blueprint und drücke Enter, um es zu bestätigen. Und dann gehen wir auch schon in den Animation Blueprint rein. Okay, jetzt sind wir hier beim Blueprint Coding angelangt und haben hier auch schon unsere Final Animation Pose. Das ist quasi das Endresultat, das am Ende entsteht und die Animation steuert. Von der Final Animation Pose kreieren wir jetzt einen neuen Node und suchen nach OptiTrack Skeleton. Haben wir hier unten. Und davon ausgehend nehmen wir einmal Source Skeleton Asset Name. Da suchen wir Get Source Skeleton Asset Name. Und das gleiche machen wir auch bei Streaming Client Origin. Get Streaming Client Origin. Das war auch schon fast das ganze Hexenwerk. Jetzt müssen wir nur noch das OptiTrack Skeleton auswählen und hier drüben in den Details auf Autofill Bone Mapping klicken. Und jetzt sehen wir hier in dem Reiter, hat es uns automatisch alles ausgefüllt und wir können es überprüfen, ob irgendwelche Fehler drin sind. Sind irgendwelche Fehler drin, könnt ihr einfach auf die Reiter klicken und den entsprechenden Bone suchen, den ihr haben wollt.
sind wir fertig, können wir auf Save drücken und speichern und compile. Das wäre der letzte Schritt. Und wenn es funktioniert, seht ihr, dass euer Blueprint hier läuft. Dann können wir das schließen und unseren Animation Blueprint auch gleich in die Szene reinziehen. Ich platziere Ivy mal am Ursprung direkt, also auf 0, 0, 0. Ups, das sollten wir vielleicht ein bisschen höher wieder ziehen. So. Und jetzt sind wir fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch einen Client Origin platzieren. Der ist die Verbindung zwischen Motive und Unreal und übergibt alle Einstellungen. Sowas wie, wie rumgehören die Achsen, wie heißen die Skelettnamen, wie heißen die Bones von den Skeletten, welcher Bone ist welches Skelett und so weiter und so fort. Und hierfür gehen wir einfach in das linke Fenster unter Modes und suchen OptiTrack Client Origin. Den ziehen wir auch einfach wieder in die Szene rein und platzieren ihn auch im Ursprung. Ziehe ich auch mal wieder höher. So, jetzt beginnt Motive, die Daten an Unreal zu streamen und eure Figur bewegt sich genau wie euer Schauspieler und ahmt die Bewegung exakt nach. Thank you.